Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. Es gibt wieder eine neue Folge. Ich habe was ganz Interessantes entdeckt. Chat and Earn. Der Fair Launch auf Pink Sale hat nämlich gerade angefangen. Hier unten läuft noch das Banner. 8. August, 15 Uhr UTC. Das war jetzt gerade eben erst. Wir switchen mal kurz rüber. Der Sale läuft seit 12 Minuten. Für euch kommt es etwas zeitversetzt, aber insgesamt geht der Sale jetzt noch 48 Stunden. Lasst euch nicht durch dieses Bild hier verwirren. Das ist aus dem Trailer. Das hat aber jetzt nichts mit Sex-Chat oder dergleichen zu tun. Das kann man jetzt vielleicht denken, wenn man dieses Bild sieht. Ich erkläre euch gleich, was sich hinter dem Projekt verbirgt. Ich wollte euch einfach kurz darauf hinweisen und auch für alle die Info, mein Channel ist Entertainment und ich suche einfach Projekte raus, in die ich entweder selbst investiere oder die ich spannend finde oder auch die ich irgendwie einfach nur interessant finde. Sogar Projekte, die ich lächerlich finde, stelle ich hier teilweise vor. Und dieses Projekt ist eigentlich irgendwie eine Mischung aus allen Dingen und es steckt aber eigentlich sehr viel dahinter, deshalb es lohnt sich für euch dran zu bleiben. Wie gesagt, Chat and Earn heißt das Ding und ja, wir gehen es jetzt gleich kurz durch. Also Chat and Earn. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt NFTs, es gibt Keyboard-NFTs und die Holder dieser Keyboard-NFTs, die können quasi ihre Meinung durch Chats mitteilen, also zum Beispiel die Meinung zu irgendeinem bestimmten Thema oder einem Produkt. Da werden eigenständig Chatkanäle eingerichtet, zum Beispiel über Discord oder über Telegram oder wie auch immer. Und die Holder dieser NFTs können dann, indem sie Nachrichten abschicken, verdienen. Chat and Earn. Es gibt auch ein White Paper dazu. Da wird der ganze Kreislauf so ein bisschen dargestellt, wie das funktioniert. Es gibt auch einen Chat-to-Earn-Smartbot, einen Message-Checker und der checkt einfach, ob die Message den bestimmten Kriterien, die hinterlegt sind, entspricht. Also es ist gegen Bots und gegen Spammer, so soll verhindert werden, dass dieses Projekt quasi ausgenutzt wird. Soll für echte User sein. Und was noch interessant ist, dabei steckt auch noch ein Jackpot-System dahinter. Den Jackpot erkläre ich gleich, der ist ähnlich wie Last Ape Standing. Vielleicht kennt ihr das Game, das habe ich auch kurz vorgestellt hier im Channel. Und immer der Letzte, der deposited, also der Letzte, der was einzahlt in den Smart Contract an dem Tag des Jackpots, der gewinnt den Jackpot. Und hier seht ihr das nochmal dargestellt. Also es gibt verschiedene Nutzer, die zahlen ein in den Jackpot Pool, also die kaufen sich Tokens aus diesem Projekt, Chat and Earn Tokens. Dann gibt es den Fall 1, wenn insgesamt 50 BNB zusammenkommen, das ist der Fall, dann wird der Smart Buyback Contract ausgelöst. Also ist ein bisschen kompliziert zu verstehen. Ich versuche es nochmal ganz einfach hier herunterzubrechen anhand dieses Schaubildes. Es gibt eigentlich immer diese zwei Fälle in dem Jackpot-Lottery-System. Also es werden immer neue Buys stattfinden, weil es diesen Jackpot gibt, so die Theorie. Und wenn irgendwann mal 10 Minuten lang kein Kauf stattfindet, dann hat der derjenige, der zuletzt eingezahlt hat, der hat den Jackpot gewonnen. So, der User gewinnt, das ist der Lucky Winner, das ist der eine Fall. Dann gibt es den anderen Fall. Es wird immer gekauft, immer innerhalb von 10 Minuten findet ein Kauf statt. Da reichen 0,0001 BNB. Wenn gekauft wird, geht es immer weiter, so lange bis 50 BNB erreicht sind. Wenn 50 BNB erreicht sind in dem Jackpot-Pool, dann findet ein automatischer Buyback statt. Das soll den Kurs nach oben treiben. Hier ist nochmal aufgeteilt, wie der Buyback dann ganz genau aussieht. Burning, Address, Staking Wall, Chat-to-Earn Pool. Also wie das einfach genau dann abläuft, weil es gibt einen eigenen Smart Buyback Contract. Und man sieht ja auch hier 50% der Jackpot-Pool-Tokens, die werden dann verwendet, um eben
Chat-to-Earn-Tokens zurückzukaufen, hier die Aufteilung, und mit den anderen 50% geht der Jackpot wieder von vorne los und dann gibt es wieder nur diese beiden Fälle. Ich habe euch hier nochmal das The Last Ape Standing rausgesucht. Wie gesagt, ich hatte darüber auch einen Clip und da gab es auch den Jackpot und es läuft immer noch. Ihr seht, der Jackpot ist immer noch live mit 45.000. Hier ist der Contract und es läuft und läuft. Ja, hier der Kurs von The Last Ape Standing. Irgendwann, ich weiß nicht, im Mai oder so dürfte ich darüber berichtet haben und ich habe jetzt hier mal den Kurs rausgesucht. Ihr seht das, das lief die ganze Zeit, also up and down und hält sich so in einem Bereich, was jetzt gestern hier passiert ist. Das Ding irgendwie leer gepumpt wurde. I don't know. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da tut sich heute hier immer noch was. Ich weiß nicht, ob da ein Contract Update passiert ist. Das gibt es ja auch manchmal, dass Entwickler die Liquidity drainen, weil sie einen Contract updaten. Es gibt aber auch wirklich echte Dumps. Keine Ahnung, aber es geht ja hier auch nicht um The Last Ape Standing. Ich wollte euch nur zeigen, wie lange das eigentlich lief und funktioniert hat, dieses Jackpot-System, und dass da immer wieder so Buy-Pressure ja aufgekommen ist. Aber das muss nicht heißen, dass es hier auch so läuft. Aber es gibt dieses Jackpot-System, das wollte ich euch sagen. Außerdem gibt es eine NFT-Lottery. Hier seht ihr die ganze NFT-Lottery. Da gibt es dann verschiedene NFTs zu gewinnen. PlayStation 5 oder eben Keyboards für die Chat-and-Earn-Geschichte oder Crypto-Sacks mit verschiedenen Kryptos als Inhalt. Außerdem gibt es hier ein Staking-System. Ja, bis zu 5000 APR, wow, das ist natürlich immer die Werbung, wie lange sowas gut geht, muss man beobachten. Wie gesagt, ich zeige euch das einfach. Ja, hier das Team, das ist scheinbar KYC, also es gibt hier oben auch den Button, den KYC-Button. Genau, da sieht man zwar hier die KYC-Verification, also das Zertifikat von Contract Checker, aber ich sehe das Team nirgends. Also das ist, finde ich, ein bisschen seltsam. Klar, es gibt hier ein KYC, der wurde gemacht. Da haben die Leute vielleicht ihre Ausweisdokumente gezeigt, je nachdem, wie der KYC da organisiert ist. Aber das muss ja nichts heißen. Ich meine, KYC gibt eigentlich keine Sicherheit, Leute. Das ist auch nur so ein Marketing-Gag, dieses ganze KYC-Ding mittlerweile. Aber das hier soll das Team sein, auch in Keyboard-Tastaturen dargestellt. Und ja, vom Prinzip her, wenn man hier seine MetaMask verbindet, sieht das Ganze so aus. Man kann dann hier minten, die Keyboard-NFTs. Ich sehe aber auch noch keinen Preis. Ich sehe, dass es unterschiedliche Raritätsstufen gibt. Und es gibt dann auch noch so eine Art NFT-Mint-Maschinen. Das heißt, man kann hier mit den Chat-to-Earn-Tokens einmal minten oder mit BNB. Außerdem gibt es dieses Spin-to-Win. Wheel, hier kann man auch eben minten und dann bekommt man ein NFT, das dann auch wieder ja verschiedene Rewards gibt. Muss man sich dann im White Paper informieren, was die einzelnen Rewards sind, wenn es denn im White Paper steht. Das ist nämlich relativ kurz. Hier die Keyboards sind dargestellt, Starter, Pro und Guru. Da steht dann also Level Up Time. Man kann die upleveln, die einzelnen Keyboards. Und wie viel sie kosten, 120, 280 oder 500 Chat-to-Earn-Coins und dann wie viel Paid Messages per Day man, also pro Tag man absetzen kann, 50, 70 oder 100. So ist das Ganze organisiert. Die Tokenomics sind natürlich auch interessant, verlinke ich euch unten in der Beschreibung des White Paper. Außerdem findet heute Abend über CryptoCat Gems noch ein AMA, also AMA statt, ein Ask Me Anything, und ich, ja, den Tag, der hat mich hier neugierig gemacht, Safu Team. Ich habe das Team jetzt nicht genau recherchiert, ob da vielleicht sogar das Safu Team hinter Chat and Earn steckt. Das ist interessant, das checke ich jetzt mal noch schnell. Okay, auf die Schnelle habe ich nichts gefunden. Könnte man nochmal einen Deep Dive machen, inwiefern dieser Hashtag hier zu verstehen ist. Wäre vielleicht auch eine Frage hier beim CryptoCat AMA wert. Ich wollte es euch einfach zeigen und vorstellen, das Projekt. Ich glaube, jetzt war es lange genug. Ich möchte das Video auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wie gesagt, der Presale läuft 48 Stunden. Hier kann man easy einsteigen und ja, eventuell auch auf nice Gains hoffen. Wer Zeit hat und Interesse, kann natürlich auch das ganze Chat and Earn
Ding ausprobieren. Nicht nur die Lottery, die natürlich auch sehr interessant ist. Ja, ist so ein bisschen was für, ja, für Leute, die Zeit dafür haben und ein bisschen Interesse auch an Gambling haben. Ja, Leute, so wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Haut rein.